So, willkommen zurück zu Mass Effect 3. Ich nehme das gerade früh am Morgen auf, bin gerade auch eben erst aufgestanden, deswegen könnte ich etwas müde Sag, ich wirken. hätte jetzt wirklich gern was, worauf ich warten kann. Was machen wir jetzt weiter? Commander, Admiral Anderson ist in der So, Einsatzzentrale wir müssen mal zur Entsorgung verfügbar. shoppen. Obwohl, ne? Mach ich das später? Ne, ich mach's jetzt. Fuck off. Ich habe 35 Marco immer geliebt. Ach, was? Los. Der M44 Hammer ist ihm weit überlegen. Die will ich doch haben, die Disqualm. Blödsinn, das Ding ist doch aus Seidenpapier. Der Marco kann wenigstens ein paar Treffer einstecken. Das muss er auch. Das Ding ist so manövrierbar wie ein besoffenes Nashorn. Überhaupt keine Wendigkeit. Eher wie ein Bulle, der tagelang voranstürmen kann. Aber auch nur wegen seiner Knallex dämlichen vertikalen Masseneffektfelder. Lutsch. Springen oder stecken bleiben. Kein Tempo, keine Bewegung zur Seite. Wer muss sich mit so einem Geschütz schon bewegen? Na, wenn Sie das wollen, können Sie doch gleich den alten M29 Grizzly nehmen. Ey, ich liebe diesen Panzer. Ha, dass Sie kuschelige Bären mögen, passt ganz vortrefflich zu Ihnen, Mr. Vega. Was ist daran so lustig? Okay, die nehme ich vielleicht mal. Wieder unnötige Zeit verbraucht, mein Wovani. Nee, 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 nee. So geht das aber nicht. Das ist ja auch so ein Hantier. Viel können wir in dem Pad sowieso auch nicht machen. Wo ist die Revenant jetzt? Muss ich jetzt die ganze Zeit runterscrollen, was? Ja, scheiße. Disclimb 2. Disclimb 3. Die Disclimb ist eine der besten Waffen, die man haben kann. Ah, Disclimb 5 kann ich jetzt vergessen, aber. So. Bestätigen. Modifizieren. Das ist jetzt doch Verlängerung 3, ne? Gucken wir mal kurz. Modifizieren. Ach, leck mich doch, ja. Muss ich doch die Mantis nehmen. Disclimb. Da ist er. Modifizieren. Machen wir das darauf bestätigen. Dafür können die dann verschwinden. Die Rüstung kurz umändern. Rüstung, die ich nie trage. Brust. Ja, haben wir jetzt meine Lieblingsbrustplatte. Dies geht eigentlich auch, aber die fuckt ab. Schultern. Die war gut für Waffen. Oh, Nahkampf. Nahkampf. Kopfschussschaden. Ist die nicht schlecht, aber das ist wieder Gesundheitsverstärker. Lassen wir die Gesundheitsverstärker dran. Arme. Gut, nehmen wir erstmal die Schultern, muss ich dann wieder ein bisschen austauschen.
Arme habe ich jetzt Amrax Arsenal. Munitionskapazität brauche ich aber nicht. Hier ist die Security in einem Clan. Beide mache ich nicht am Rax, die sind schlechter. Dafür kriege ich hier Waffenschaden, Material Scheiß drauf. Muster am Arsch. So, haben wir das endlich geregelt. Ich glaube, ich schneide den Großteil nicht raus, das wäre sonst irgendwie verwirrend. So, jetzt müssen wir auch den Erstkontakt herstellen. Ein Scherz. Erstkontakt ist es gar nicht, weiß gar nicht. Jetzt. Ja, ich habe jede Menge Waffenverbesserungen, das weiß ich auch, weil ich sie gekauft habe. Treibstoff habe ich noch genug. Ehemalige Souls, da. Das andere Ende des Universums. Aber das ist ganz schön, andere Ende des Universums. Ach so. Ja, wer hat nicht für Anhalte durch Galaxis gelesen? Ich noch nicht ganz, aber egal. Andocken. Commander Shepard. Schön, Sie wiederzusehen. Ich wünschte nur, die Umstände wären angenehmer. Ich hatte auf Ihre Unterstützung gegen die Reaper gehofft. Was geht hier vor? Vor 17 Tagen haben die Quarianer mit Angriffen auf 4 Gersysteme den Krieg zur Rückeroberung begonnen. Eine klare Verletzung unseres Abkommens mit dem Rat zur Vermeidung einer Provokation der Geth. Eine Vertragsverletzung ist nichts verglichen mit der Inbesitznahme unserer Heimatwelt und Top-KI-Technologie. Na, was ist los? Das war eine schlechte Idee. Ja, jetzt nennen Sie mir was anderes. Schon wieder? Und diesmal bedeutet es vielleicht das Ende für unser Volk. Wir hatten die Gers schon zurück im Heimatsystem, als plötzlich dieses Signal an alle Gers-Schiffe ging. Ach, die Reaper. Unter der Kontrolle der Reaper sind die Gers deutlich effektiver. Unsere Flotte ist im Heimatsystem festgenagelt. Haha, selbstschuld. Siegen? Sie wollten die zivilen Schiffe, Admiral Garrel. Wir müssen uns zurückziehen, sonst verlieren wir die Lebensschiffe. Woher kommt das Signal? Von hier, einem Schlachtschiff der Geth. Es ist allem überlegen, was wir haben, und hat eine starke Verteidigung. Das macht klick, klack, boom. Das Tarnsystem der Normandy kann uns unentdeckt hinbringen. Ich gehe an Bord und deaktiviere das Befehlssignal der Reaper. Ja, das Abschalten des Signals müsste die Geth komplett ins Chaos stürzen. Und sie ziehen sich zurück. Und wenn ich habe Eier in der Hose. Zu einem Massenportal und ziehen ab. Gut. Unsere zivilen Schiffe haben schon zu viele Kämpfe miterlebt. Nein. Sind Sie sicher, dass Sie das Signal deaktivieren können? Wir bringen Sie hier sicher raus, Admiral. Unser neuester Admiral hat uns freiwillig sein technisches Fachwissen angeboten.
Tali, Zora, was Norman? Ich melde da Fähigkeitsmenü dabei. Gut, dass Sie kommen konnten, Tali. Admirals, ich stelle ein Team für die Schlachtschiff-Aktion zusammen. Danke, Commander. Ich glaube, wir haben noch 5 Minuten Zeit. Da schaffen wir es noch aufs Gateschiff. Das nächste Mal wird dann richtig actionreich mit Geballer, Tod und Zerstörung. Das sind sie. Und nein, Kay, keine Vergewaltigung. Es freut mich, dass Sie hier sind. Ich will helfen. Natürlich will ich helfen. Hätte ich das gewusst, wäre ich früher gekommen. Sie hatten eigene Probleme. Tut mir leid wegen der Erde. Tut mir leid wegen der Erde. Wir haben die größte Flotte der Galaxie. Wenn Sie uns helfen, greifen wir die Reaper mit allem an, was wir haben. Oder was davon nach diesem dämlichen Krieg noch übrig ist. Ich dachte, Sie unterstützen die Invasion. Nein, nach dem Gespräch mit Legion glaubte ich, dass es vielleicht doch eine Chance auf Frieden gibt. Und warum helfen Sie ihnen dann? Ich bin ein Admiral. Die Leute wollen Führung von mir. Öffentliche Uneinigkeit würde die Flotte spalten. Mach recht. Ich hole ihre Leute sicher hier raus, Tali. Danke, Shepard. Und nur damit Sie es wissen, vor den Admirals muss alles strikt professionell bleiben. Für alles andere sollten wir uns privat treffen. Natürlich. Ich bin bereit für das Schlachtschiff, sobald Sie es sind. Logisch. Wo muss ich denn hin? Ja, ein Cluster weiter, super. So, viel Schritt. Das ärgert mich schon. Attacke! Aussehen. Aussehen bleibt so, das Aussehen das sieht nämlich scheiße aus. Ah, Schuld. Waffen habe ich schon mal ausgewählt. Die macht einen schlechten Eindruck mit diesen Waffen. Nee, das geht ja mal gar nicht für meinen Kuh. Das Ding ballert sich. Ja, gerade voll der geile Bug, ne? Super. So, den Rest machen wir irgendwann anders rein. Auf und davon. Nähern uns dem Heimatsystem der Quarianer. Ankunft auf Runoch in 5 Minuten. Was sagen die Kombaken? Dass die Kacke übelst am Dampfen ist, Commander. Ich registriere mehrere hundert einzelne Schiffssignaturen in aktiver Kampfhandlung. Habe ich doch gesagt. Wunderbar. Bringen Sie uns rein. Tarnsystem aktiviert. Wir entdecken uns nur, wenn wir alle anfangen, die russische Nationalhymne zu singen. Kakaling, Kakaling. Scheiße, ich weiß nicht, wie die russische geht. Aber ich weiß, wie die Kasachische geht. Robert lässt grüßen. Yeah.
Ja, ich weiß, dass das mit den Geräuschen vielleicht ein bisschen unlogisch ist, aber theoretisch kann er auch, wenn es ja keine Geräusche gibt und da jede Menge. So. Und sonst würde das voll uncool wirken. Also gut, sobald wir an Bord sind, suchen wir den Sender des Reaper-Signals und schalten ihn ab. Tully kennt sich mit Geth-Software aus und ist zuständig für Hacken und Sicherheit. Schön, Sie wieder dabei zu haben, Tully. Mit einem weiteren Dextro an Bord wird vielleicht das alte Team vereint. Besser. Solange es sterilisiert ist. Dr. Michelle hat mir rechtsdrehende Schokolade besorgt. Sie können etwas abhaben, wenn wir zurück sind. Sie hat Ihnen turianische Schokolade besorgt? Sie sagte, sie hätte dabei sofort an mich gedacht. Warum? Ach, nichts. Also das ist jetzt für ein Gespräch. Ich sehe die Freie, allerdings ziemlich mitgenommen. Zu riskant für das ganze Team. Ich sichere den Dockbereich, dann folgt mir der Rest. Verstanden, Commander, wir bleiben hier. Sie wissen schon, Buchsmäuschen still. Augenblick, dauert nur eine Minute. Dass die Quarianer Probleme hatten. Das Schiff ist riesig. Es ist 30% größer als ein Allianz-Schlachtschiff. Tully, Sie werden die Aussicht lieben. Besser als ein Video? Viel besser. Oh, sowas würden wir vielleicht auch gefangen. Okay, wo muss ich dann lang? Ah. Wieder Stunden gehen für nichts. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das Schlachtschiff hat künstliche Gravitation. Sobald sie an Bord sind, gibt es das Problem nicht mehr. Bis dahin muss es eben mit den Magnetstiefeln gehen. Lassen Sie sich Zeit, Commander. Bei der Schwerelosigkeit frage ich, wo soll das essen? Strukturschwäche. Die Gäste sitzen jetzt da und sagen sich, nur mal mit keine Fenster ziehen diese organischen Wesen kein zweites Mal durch. Beschädigtes Schiffsteil muss abgestoßen werden. Der Rest des Teams muss sich wohl eine andere Andockröhre besorgen. Wir holen sie noch rein und dann muss ich auch schon auf Wiedersehen zu sagen. Wenn es sich vermeiden lässt. Tully soll sich die Pläne des Schlachtschiffs ansehen. Wenn sie mir den Weg zu einer anderen Andockröhre zeigt, übernehme ich die Steuerung und bringe das Team an Bord. Es gibt wieder Gravitation. Sehr gut, ich suche gerade. Hab's gefunden. In der Nähe. Okay, das geht. Ja. Den Lappen hat man wieder auf der Aufnahme gesucht. Ich glaube, ich habe die beschädigte Hülle gefunden, die Sie erwähnt haben. Admiral Garrel hat es mit einem Frontalangriff versucht. Wir haben 6 Fregatten verloren. Das kleine Loch ist der einzige Schaden, den wir anrichten konnten. Klein, würde ich es nicht nennen. Hätten Sie es anders gemacht? Nein, er war einfach zu aggressiv. Ich habe dagegen argumentiert, aber als Admiral der schweren Flotte war es letztlich seine... Und die anderen Admirals? Auch Lappen. ...unterstützt, weil sie ihr Spielzeug ausprobieren wollte. Rahn hat die Nachschubversorgung gewährleistet. Nur Chorus war nicht gegen den Krieg. Und er hatte recht. Wir können die gesamte Flotte verlieren, Shepard. Ich habe eine weitere Luftschleuse gefunden. Ich denke, es kann losgehen. Ausgezeichnet. Wenn Sie die Steuerung übernehmen, können wir sofort kommen. Ja, yeah, die Credits kann ich brauchen. Ja, das, was da die ganze Zeit leuchtet in jedem Part, das ist die Verteidigungsmatrix meines Anzugs. So, klopf, klopf, mach's Türchen auf.
aktiviert? Noch nicht, aber Sie können mir sicher helfen, sie zu finden. Mal sehen, ob ich die aufkriege. Bis dahin sollten Sie sich das mal ansehen. Nice. Eine Waffe, die ich nicht benutzen werde. Auch wenn sie eigentlich geil ist. So, nehmen wir uns das Ding. Bewaffnung ändern, genau, denn das kann ich wegschmeißen, das brauche ich auf dem Schiff nicht. Zumindest frage ich mich, was soll ich mit einem Sniper in einem E-Schiff? Sendet bei Kontakt. Also, wohin müssen wir? Wir suchen nach einer Kommandozentrale. Von dort aus kann ich das Befehlssignal der Reaper deaktivieren. Wo ist die nächste? An ihrem Verteidigungsnetzwerk vorbei. So, die nächste ist im nächsten Part. Adios, schönes Wochenende noch und bye. Bis dann.